Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn in diesem Video schauen wir uns die ganz neuen Haribo Super Mario Edition Fruchtgummis an. Und zwar in drei verschiedenen Sorten, in der Sorte Classic, in der Sorte Sauer und auch in der Sorte Veggie werden wir sie uns anschauen. Und den Eimer kann ich jetzt ja auch mal kurz in die Kamera halten. Das Besondere ist auch, ihr könnt hier tatsächlich was gewinnen in diesem Video. Diese Fruchtgummis. Dazu kommen wir aber erst am Ende des Videos, was ihr dazu machen müsst. Wir schauen uns jetzt natürlich erstmal diese Sachen an. Und wie ihr seht, hier läuft so ein bisschen Super Mario auf der Switch im Hintergrund. Ich habe eigentlich gehofft, dass so automatisch so ein bisschen Gameplay irgendwie ist, also so vom System selber. Aber ich müsste jetzt hier den Controller benutzen und labern, Haribo-Tüten hochhalten und gleichzeitig zocken. Das funktioniert irgendwie nicht. Habt ihr schon einen kleinen Super Mario unten gesehen? Ich habe auch ein Super Mario T-Shirt an. Und tatsächlich habe ich auch bis vor ungefähr einer Stunde eine Super Mario Boxershort angehabt. Für die, die es wissen wollen. Allerdings war es so heiß auf dem Weg nach Ikea und zurück, als ich mir einen neuen Sessel kaufen musste, dass ich danach erstmal in die Dusche springen musste. Aber das sei auch nur so am Rande erwähnt. Die habe ich übrigens aus Akihabara. Don Quixote Akihabara. Nee, Quatsch, gar nicht Akihabara. Also Tokio, Don Quixote, aber ich glaube, der Don Quixote war nicht in Akihabara. Ja, na jedenfalls, wir gucken uns die jetzt an. Es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Tüten. Die habe ich jetzt aus dem Haribo-Shop, sind offiziell ab dem 18. zu haben. Das ist der Freitag. Innerhalb von einem Tag waren sie hier. Unverschämte 6 Euro Versandkosten. Bei Katjes kriegt man für 8 Euro Gratisversand. Bei Haribo gibt es überhaupt keinen Gratisversand. Hat mich ehrlich gesagt geärgert, muss ich an dieser Stelle hier leider sagen. Ich habe aber, wie gesagt, sowieso ein paar Sachen mehr bestellt, sodass man die Versandkosten so ein bisschen verwässert sind, um eben auch euch was abzugeben. Weil ich dachte mir, ich möchte meine Freude darüber mit euch teilen. 175 Gramm sind in jeder Tüte drin. Das hier wohlgemerkt ist jetzt so eine Mixbox. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da die sauren auch bei sind. Das ist jedenfalls so eine große Box fürs Auto. Eigentlich sind die Boxen kleiner, aber ist egal. Das ist halt jetzt hier eine große Box. Und 99 Cent. Das Ding hier hat 3,79 Euro gekostet. Habe ich jetzt gesagt, 175 Gramm sind hier sind drin 570 Gramm. Doch jetzt schauen wir uns als erstes mal schön an, was da eigentlich so drin steckt. Was ich übrigens sehr gut finde, ist, dass diese Dose halt, ich mag diese Dosen an sich gerne, dass die aber nicht so abartig groß ist wie die anderen Dosen. Ne? Da hat man immer gleich ein ganzes Kilo da. Hier ist halt ein bisschen kleiner und nimmt nicht ganz so viel Platz weg. Doch egal, eigentlich ist es ja gut, wenn viel drin ist, denn vielleicht sind sie ja lecker. Das möchte ich mir jetzt hier mal anschauen. Wie gesagt, hier Mario mit seinem Bro Luigi. Und dann haben wir hier die Pilze und die Sterne und die Feuerblume. Wir gucken da mal rein, wie die aussehen. So, und tatsächlich halten sie sich farblich auch an das, was man kennt, wobei die hier eigentlich eher orange sein müsste. Die Feuerblume ist nämlich nicht rot, die ist auch stark orange und grün. Jedenfalls hier haben wir zum Beispiel die Feuerblume, dann haben wir hier eine Feuerblume ohne Schaumzucker drunter, dann haben wir hier eine Münze, schön golden, wir haben hier den Stern oder hier auch ja, den Pilz in grün, gibt es natürlich auch in grün, es gibt dann One-Up oder auch den Panzer in Rot, den gibt es, in Grün, Entschuldigung, den gibt es, ich gucke jetzt gerade mal hier in die Tüte. Also hier sehe ich ihn nicht in Rot, kann natürlich sein, dass das Zufall ist, aber hier ist er zumindest nicht in Rot drin. Ja, ich meine, wie gesagt, es sind Haribo-Zutaten, ist klar, Glukosesirup und so weiter ist da alles drin. Das kennt man, das ist jetzt also dahingehend nichts Besonderes. Gelatine ist auch drin, sprich, die sind nicht vegetarisch, aber dafür die anderen, da kommen wir gleich zu. Ich werde jetzt mal hier so eine Münze probieren. Ja, normale Haribo-Konsistenz. Zitronig, lecker. Mal gucken, was der Pilz kann. Ich packe die schon mal weg, da gucken wir gleich die anderen an. Ich mag das mit dem Schaumzucker drunter. Wir gucken mal in die sauren rein. Hier mit Yoshi. Oh, hier gibt es auch eine Yoshi-Figur. Das wäre so cool. Ich befürchte aber, dass es das nicht gibt. Die sauren haben wohl keinen Schaumzucker und einen Yoshi sehe ich hier auch nicht. Oh Mensch, da hätten sie mir ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können hier. Voll blöd. Nur diese drei Dinger hier. Warum, vor allem, warum ist kein Mario dabei? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Warum gibt es denn kein Mario? Warum gibt es denn, keine Ahnung, kein Yoshi? Irgendwie ein bisschen billig, muss ich sagen. So, die sollen jetzt also sauer sein. Dabei fand ich die Münze von dem anderen schon sauer. Gucken wir mal. Ja, der ist aber sauer. Könnte so eine Art saurer Apfel sein. Granny Smith oder so. Ja, schmeckt. Netter Fanservice.
kommen wir zu den Veggies. Hier dann ohne Gelatine. Ich meine, aber natürlich auch weniger Eiweiß drin. Ne? Also wenn ihr was für einen Bizeps haben wollt, dann müsst ihr wohl die mit Gelatine kaufen. Nee, wobei Gelatine, ne? Wertigkeit 0, biologische Wertigkeit. Also die sehen auch ein bisschen anders aus, wie ihr seht. Die sind so ein bisschen matt, aber es sind auch die gleichen Formen. Ist überhaupt nichts anderes. Sie fühlen sich direkt ein bisschen fester an. Und jetzt mal hier das Rote. Ah, viel weicher und nicht so widerstandsfähig. Lecker. Ich mag die Konsistenz sogar vielleicht sogar ein bisschen lieber, muss ich sagen. Ja, will ja nicht scharf stehen. Mhm. Auch gut. Wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt hier alles auch nicht der ultimative Fruchtgummi, den es gibt. Also das ist Fanservice, Marketing, mehr aber auch nicht. Fazit des Ganzen. Ich habe es gerade gesagt, Fanservice geschmacklich. Standard muss man sagen, die Sauren sind sauer, die Veggie sind Veggie, die haben eine schöne Konsistenz, ich persönlich mag das, ist aber auch Geschmackssache und die Klassiker, die gefallen mir so von der Optik eigentlich auch mit am besten, weil sie eben diesen Kontrast auch noch haben mit dem Schaumzucker und dann glänzen sie oben schön, gefällt mir gut. Aber wie gesagt, es sind die normalen Geschmackssorten, vielleicht hätte man was anders machen können, vor allem hätte man andere Formen auch machen können. Vielleicht wäre es denn zu komplex gewesen, eine Super Mario-Form zu machen, weil es halt dann so ein bisschen länglich wäre oder eine Yoshi-Form. Aber das wäre, finde ich, angebracht gewesen, wenn man schon mit großem Tamtam sowas irgendwie rausbringt. Ist auch ganz dick auf deren Webseite. Vor allem 175 Gramm ist also auch ein bisschen weniger drin. Da wäre das durchaus, ja, machbar gewesen, finde ich. Schade, dass es nicht so ist. Trotzdem, für Fans ist das super. Und jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was es zu gewinnen gibt. Und ihr könnt es euch vermutlich denken. Drei Leute von euch können diese Box gewinnen und diese drei Tüten. Ja, genau. Also quasi dreimal das hier gibt es zu gewinnen. Eine Person bekommt das hier und das drei Personen. Also dreimal das hier halt. Ihr wisst, was ich sagen will. Ne? Drei verschiedene Pakete gehen raus an drei Gewinner, die jeweils das und das bekommen. So, jetzt haben wir es aber. Also, ja, was müsst ihr dafür tun? Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr schon mal irgendwie was mit Mario zu tun hattet. Habt ihr davon Spiele gespielt? Was ist euer Lieblingsspiel? Oder was fällt euch einfach spontan zu Super Mario ein? Schreibt gerne was, kleinen Satz oder so. Muss gar nicht viel sein. Hauptsache, ihr habt ein bisschen was geschrieben. Da kann der Zufallsgenerator euch auswählen. Die Bedingungen stehen alle in der Beschreibung drin. Da guckt dann einfach mal rein und das Gewinnspiel machen wir bis... welcher ist heute? Ist sicher der 18.? Der 19. Läuft bis zum 26. 27. Also bis zu dem Sonntag, den 27.06.2021. Steht aber auch in der Beschreibung drin. Da könnt ihr bis 18 Uhr, sagen wir mal, teilnehmen. Und ja, nee, machen wir 23.59. Dann ist der ganze Tag mit bei. Also, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Wie gesagt, einfach was kommentieren. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja. Das war's dann auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.